Ja, der Kochen ist blanker, blutiger, ernst, immer nur definitiv Hardcore. Was anderes gibt's nicht. Letztendlich sollte das das Entree werden. Wir haben eine rote Beete geräuchert. Ganz langsam mit ganz mildem Rauch. Wir haben die dann in Himbeeressig mariniert. Ja. Und eine Stunde ziehen lassen, dass die rote Beete so eine schöne Süße und Fruchtigkeit im Prinzip von der Himbeere bekommt. Okay. Dazu servieren wir dann im Prinzip einen Frischkäse. Den Frischkäse haben wir geräuchert, so wie wir vorher letztendlich die Mandeln geräuchert haben. Das heißt, das Setup war ein bisschen anders. Du nimmst Ziegenmilch. Du musst die Ziegenmilch im Prinzip in den Monolith stellen, machst den Deckel zu. Wenn die Milch geräuchert wird, tust du aufmachen, Ziegenkäse dazu. Wenn es ein bisschen Temperatur bekommen hat, pürierst es glatt zu einer Creme. Und dann hat man einen geräucherten Ziegenkäse als Creme mit einer roten Beete, letztendlich dann, die Frische gibt. Und was uns dann dazu nur einfällt, das sehen wir dann, was die Natur wieder hergibt. Wir machen die falsche Jakobsmuschel, genau, weil Jakobsmuschel ist jetzt nicht unbedingt ein Grazer, saisonales, regionales Produkt. Deswegen haben wir gedacht, wir machen die falsche Jakobsmuschel, gegrilltes Knochenmark. Das richten wir dann später an mit der geräucherten Mandelcreme, die wir vorher geräuchert haben. Und dann so ein bisschen Zitronenkonfit noch dazu. Das ist eine schöne Kresse, die hier drumherum auf der Wiese wächst. Schauen wir, ob man was Essbares findet. Und dann geht's schon dahin mit dem ersten Gang. Falsche Jakobsmuschel mit einer Emulsion aus geräucherter Mandel. Mit einem Zitronengel. Knoblauchrauke. Fleur de sel. Und that's it. Welches Stück Fleisch haben wir da genau? Das ist eine Lammlende. Lammlende oder Lammlachs. Jetzt haben wir gerade Ostern rum. Hätte jetzt im Prinzip noch in die Saison gepasst. Gibt es das ganze Jahr. Ich finde es super. Für mich eine der besten Stücke Fleisch und so gewahrt mit den Aromen. Einfach geil. Das sind jetzt Short Ribs vom Rind. Oh! Short Ribs. Die haben wir. Es ist am Ende ist es für mich so, egal, wenn die Produkte gern bis zu dem Punkt, wo sie perfekt sind, vor im Wasserbad im Sous-Vide. Speziell jetzt, also im Speziellen eigentlich nur, oder die Technik wenn die nur noch an, wo du Fleisch mit viel Kollagen hast, wo du viel Sehnen dazwischen hast, dann spielt dir diese Technik natürlich in die Hände, weil du das Kollagen in Gelatine umwandeln kannst. Wir haben jetzt hier einen Schweinebauch. Den Schweinebauch haben wir gesmoked. Okay. Wie wir es vorher erklärt haben. Sojasauce ein bisschen reduziert mit dem Fond von dem Schweinebauch, ein bisschen Teelöffel Oystersoße. Den Pak Choi, das Ganze haben wir dann nochmal gedämpft im Dämpfer und die Soße, in der wir den Schweinebauch gedämpft haben, haben wir reduzieren lassen.